So, hallo zum Hinrundenfazit Teil 2. Neulich hatten wir uns ja mit der Defensive beschäftigt. Heute wollen wir uns mal anschauen, das Spiel mit dem Ball und wie sich das verändert hat zwischen Florian Kohfeldt und Alexander Nuri. Und da kommen wir gerade mal zum allerersten sehr wichtigen Punkt, und der ist das Nachrückverhalten aus dem Mittelfeld. Man kann hier sehen, das ist eine Szene aus dem Spiel gegen Schalke 04, relativ am Anfang der Saison. Nach einem gewonnenen Ball wird er schnell in die Spitze gespielt, soweit ganz gut. Als sieht man aber hier schon, dass vor dem Ball tatsächlich nur drei Spieler positioniert waren. Zwei Angreifer plus in dem Fall hier Florian Kainz, ein Mittelfeldspieler. Und der Abstand der anderen beiden Mittelfeldspieler, hier Thomas Delaney und hier unten Max Eggestein, ist unheimlich groß. Das hier dürften so 15 Zentimeter sein, das hier sind fast 20 Meter. Das heißt, diese Spieler können gar nicht so schnell nach vorne mit aufrücken, wenn Werder diesen Angriff jetzt tatsächlich schnell umschalten mag. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder die drei hier vorne machen was auf eigene Faust, sind dann aber gegen diese fünf Schalke in Unterzahl. Oder aber hier in dem Fall der ballführende Finn Bartels hält den Ball mal ganz kurz, ein, zwei Sekunden, nimmt aber damit dann tatsächlich das Tempo aus dem Angriff raus. Und dieses Nachrücken der Mittelfeldspieler hat sich damit dann auch schon fast wieder erledigt. Also die richtige Umschaltaktion findet hier in dem Sinn gar nicht statt. Die Spieler können nicht schnell genug nachrücken, um dann tatsächlich vorne am 16-Meter-Raum des Gegners gefährlich zu werden. Schauen wir uns mal eine Nachrückaktion unter Florian Kohfeldt an. Eine aus dem Spiel gegen Frankfurt. Das war das erste Spiel von Kohfeldt. Hier kann man sehen, nach dem Angriff, nach einer Verlagerung auf die Seite, auf Junuzovic, ist der im Rücken der Abwehr am 16er. Und jetzt hier kann man super erkennen, wir haben einen Angreifer, Kruse, noch einen Angreifer, Bartels und Delaney und Eggestein, die wir in dem Bild vorher ganz tief im Mittelfeld hatten, die tauchen hier auf einmal im Strafraum des Gegners auf. Das heißt, Strafraumbesetzung hervorragend. Mit vier Spielern nimmt man Junuzovic dazu, sind sogar fünf. Der Gegner muss mehr Spieler aufnehmen. Bartels bleibt im Rückraum für einen zweiten Ball, der vielleicht kurz abgewehrt wird. Hervorragende Strafraumbesetzung, und das war ein riesengroßer Unterschied im Vergleich zwischen beiden Trainern. Beschäftigen wir uns noch mit dem Einzelspieler, der in dem Fall sehr wichtig ist für Werder, mit Max Kruse, der ein paar Spiele verletzt gefehlt hat in der Vorrunde, aber selbst in den Spielen, in denen er da war, war er nicht so aktiv, wie man es eigentlich von ihm gewohnt ist. Hier sieht man die Heatmap aus der Mein Werder-App, haben wir uns hier mal gezogen. Im linken Bild ist gut zu sehen, das ist eine Heatmap aus dem Spiel gegen den VfB Stuttgart, wo sich Kruse überall aufgehalten hat. Hier in den Halbräumen, hier ist er zurückgekommen, hat sich die Bälle abgeholt. Unglaublich großer Bewegungsradius. Nicht zu fassen für einen Gegner. Kohfeldt lässt ihm quasi alle Freiheiten. Der kann sich überall aufhalten, als Flügelspieler, als Zehner, als Stürmer. Und dann mit die Bälle abholen, verteilen und dann wieder ins 16er mit reingehen. Und hier auf der rechten Seite die Heatmap von Max Kruse aus dem Spiel gegen Hertha BSC. Relativ früh in der Saison. Kaum Aktion. Auf der rechten Seite so gut wie gar nicht unterwegs gewesen. Sehr viel hier weggeklemmt vom Gegner. Vom gegnerischen Tor ferngehalten, keine Aktion hier in Tornähe, im 16er schon überhaupt nicht. Also eine ganz andere Spielweise, eine ganz andere Einbindung ins Spiel von Werder, was sich auch in der Zahl niederschlägt. Also unter Alexander Nuri hatte Kruse im Schnitt 50 Ballkontakte pro Spiel, und bei Kohfeldt hat sich die Zahl auf 65 Ballkontakte erhöht. Und zweimal war er tatsächlich schon der Spieler von Werder, der am meisten Ballkontakte überhaupt hatte bei einem Spiel, was relativ ungewöhnlich ist für einen Offensivspieler. Aber daran kann man eben sehen, wie wichtig dieser Spieler ist für Werder und wie wichtig er für das Spiel mit dem Ball ist. So, das war unser großes Hinrundenfazit. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen und die Veränderung sehen zwischen beiden Trainern. Man konnte ja durchaus erkennen, dass sich einige Dinge sehr positiv entwickeln. In dem Sinne wünschen wir euch ein frohes neues Jahr und eine tolle Rückrunde.